Wir sind jetzt schon am Terminal 1 in Melbourne. Denn heute geht's weiter. Und zwar nach Alice. Wuhu! So einen Check gemacht, ob wir Sachen, die wir nicht sagen dürfen, dabei haben. Krasser Scheiß. So ein random Check einfach für Leute. Einfach so ganz random rausgezogen. Nicht schlecht. Ja, du darfst das nicht sagen am Flughafen. Das wäre schlecht. Die ganzen Leute stehen hier wieder ewig lang an. So sinnlos. Wieso wartet man nicht einfach? Einen Inlandsflug, der 4 Stunden geht, gibt's hier In-Seat Entertainment. Krass, Scheiß. Neben uns ist ein Sitz frei. Das erste Mal. 2 von 3 Sitzen belegt. 2 von 3. Mein Rucksack einfach mal im Oversize Baggage hier an. Auch nicht schlecht. So, jetzt erstmal im Hostel eingecheckt. Hat gemütliche 38 Grad oder so. Es geht ja noch. Den nächsten Tag ist was so 41 gekommen. Das ist Sommer. Jetzt erstmal einkaufen gehen, ich verdurst nicht echt. Fast. Ja, mal schauen. Und kommt da die Sophie? Da ist die Sophie. Sophie. Sonnencreme brauchen wir. Es ist echt gar nicht mal so viel los in Alice. Also wir sind jetzt ungefähr neben so einem Typen die einzigen, die hier rumlatschen. Das ist aber auch nur die Stadt eigentlich. Ja, wir müssen mal schauen, noch was zu trinken. Ich habe echt gerade schon Durst. Jetzt sind wir nur knappe 14.000 Kilometer von daheim weg. Es geht. Es geht. Der Preisanstieg vom Wasser in Alice ist schon Wahnsinn. Normalerweise kostet das Wasser 70 Cent und hier kostet jetzt 1,55. Das ist so krass. Alice. Nachdem ich jetzt das Video geschnitten habe und ein paar Sachen angeschaut habe und gegammelt habe, es war eh viel zu heiß. Und auf ich ohne dich im Pool war. Ja, Sophie hat mir nichts gesagt, dass es im Pool geht und dann war ich so, hey, ich will auch mit, aber sie hat mich nicht mitgenommen. Ja, wir gehen jetzt jedenfalls auf den Anzac Hill, oder jedenfalls ist das so ein Anzac Memorial. Kann ein bisschen heiß werden, aber da ist anscheinend der Sonnenuntergang mega krass. Ich hoffe, da entsteht wieder eine nette Timelapse, wie im letzten Video. Da vorne müssen wir jetzt hochgehen. Und das bei 35 Grad. Wird lässig. We made it! Und wir leben noch. Jetzt gehen wir auch schon wieder runter. Ist ein bisschen zu früh für den Sonnenaufgang, haben wir ja noch die nächsten Tage dann. Und Sonnenaufgang? Sonnenauf- und Untergang haben wir ja beides. Also meine Aussage war richtig.
Und jetzt gehen wir wieder lecker essen bei meinem Lieblingsrestaurant in Australien. Und dann mal schauen, was wir noch machen. Vielleicht im Pool gehen. Hat immer noch fast 35 Grad oder so. Es gibt hier bei Domino's keine 5-Dollar-Pizza. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Nach langem, langem Überlegen haben wir uns drauf geeinigt. Also ihr seht, inzwischen ist es fast dunkel. Seht ihr nicht, weil es so hell aus ist. Aber es ist schon relativ dunkel. Da haben wir uns drauf geeinigt, dass wir Blumenkohl und Brokkoli machen. So, nachdem wir jetzt hier schon gestärkt sind beim geilen Essen, probiere ich jetzt hier Tim Tam Pina Colada. Einfach genau der Ding von meinem Gefühl. Mal schauen. Schmeckt nach Pina Colada. Bevor ich den Vlog jetzt beende, möchte ich noch kurz ein paar Eindrücke von der White Line in Melbourne einblenden. Die war ja vor ein paar Tagen mega nice, weil viele Street Artists da. Viel Spaß! So, das war's dann auch schon mit dem heutigen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und darüber ein Abo freuen. Ist ja kostenlos. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder. Ich weiß nicht genau, wann ich schaffe, was hochzuladen. Weil wir sind ja auf einer Tour zum Uluru und so weiter. Aber ich versuche so viel wie es geht hochzuladen. Bis dann. Haut rein. Tschüss.